Mann, ich habe mir echt eine dumme Szene auch so dafür ausgesucht, hier irgendwie die Katze setzen, aber denk mal, das wird jetzt eh nicht so lange dauern. Ich muss nämlich, es ist ganz doof von mir geplant, auf jeden Fall, oder? Diese Basis verlassen wollen, sind sie an dir vorbei. Ja, mach mal. Ich habe das vorhin, wo ich die erste Aufnahme gemacht habe, das schon mal ausprobiert, wie ich das hier am besten mache. Mit viel Brutalität. Ich versuche es mal, ob ich hier irgendwie von vorbeischlichen komme, ohne sich dort zu erschießen. Also vorhin habe ich mich einfach durchgeballert. Übrigens, falls ihr mich gerade gesehen habt, der Roboter hat sich da gerade aus so einer... Oh, das ist ein Sniper. Der Roboter hat sich da vorhin aus so einer Kiste ausgepackt. Das sah ganz lustig aus. Das sieht ja so komisch aus, diese Roboter, wenn die aus einer Kiste kommen. Oh, fuck. Ich bin so tot. Obwohl eigentlich, eigentlich könnte ich jetzt mal die ganzen Schokoriegel essen, oder? Erstmal von meine Praxispunkte hier verteilen. So, was brauchen wir denn auf jeden Fall? Wir brauchen auf jeden Fall mehr Batterie, damit sich das hier... Wie viel habe ich denn noch? 3. Na gut, so. Dann brauchen wir auf jeden Fall... Haut brauchen wir nicht, wir sind heimlich. Leise laufen wäre zwar schön, ist jetzt aber gerade zu teuer, können wir uns nicht leisten. Zielbewegungskontrolle, nö, das brauchen wir erst hinterher. Atmen ist jetzt auch nicht so unglaublich wichtig. Typhoon-Sprengsystem. Siehst du, das könnte ich eigentlich dir auf jeden Fall mal leveln, einfach nur aufgrund, das mal gemacht zu haben. Schleichoptimierer, bla bla bla, brauchen wir nicht. Smart Vision, Reflexverstärker, zwar zwei Leute umhauen, ne? Ich weiß nicht, wie lange das noch geht, komm, machen wir das einfach mal, vielleicht brauche ich das ja noch. Oh, ich habe gleich umsonst Energie gekriegt, das ist ja schön. Ach komm. Hey, wo ist denn der? Da. Ich hab ihn gehört. Das ist hier gar nichts gehört, mein Freund. Weiß ich nicht. Ja, ihr dabei habt im Dienst? Ah, die gute Deckung. Oh, verdammt, da ist noch einer. Also das mit der Heimlichkeit, dass das klappt, ist natürlich nicht ganz so gut, ne? Also nicht so gut, wie man sich das allgemein vorstellen würde. So. Okay, machen wir es mal auf die langweilige heimliche Art. Ach, guck mal, sind hier die ganzen Schafkapseln. Bereicherung für das Projekt. Hätte mich gebrauchen können, ist ja interessant. Also er glaubt auf jeden Fall voll an seine Aufgabe. Da hinten der Roboter, machen die kaputt. Also jetzt glaubt er, dass hier langsam schon der Schluss ist, aber aua. Aua, verdammt. Na gut, ich hätte vielleicht öfter mal quicksafen sollen. Ah, Mann, das war jetzt unerfolgreich. Ich kann jetzt allein nicht fragen. Warte mal, ich muss hier auf jeden Fall... Warte mal, wir machen hier erstmal den hier. Ach, warte, dann habe ich leider nicht genug Punkte für dich. Ich brauche so einen Reflexverstärker eigentlich. Ich seh doch da vorne schon eine Situation kommen. Wo so ein Reflexverstärker Gold wert wäre. Hallo, Roboter. Sturmgewehrmunition. Muss ich hier überhaupt hin? Muss ich hier einfach alle ausschalten? Oder was ist mein aktuelles Missionsziel? Was? Der Weg nach Lange... Es müssen hier alle und andere Gegner sind, bevor dem... Ich weiß ja auch so... Okay, alles klar. Also, ich muss alle Gegner besiegen. Das ist ja interessant. Na gut, dann müssen wir das wohl leider tun. Bedauerlich. Ja, ja, ist ja gut. Oh, 2 HP ist natürlich super. Die halten mich nicht auf! Oh. Lol! Peter Berg! So einfach war das jetzt? Einfach oben reinschleichen und Peter Berg umhauen? Das hätte ich mir jetzt aber irgendwie schnell. Was ist denn das hier? Was bringt denn das Hyposymmel? Ich nehme das einfach mal ein. Halt mich das? Ja, es halt mich geil. Berks Revolver. Warte mal, die möchte ich doch mal kurz haben, weil das brauche ich sowieso hier fallen lassen. Warum sieht ein Berks Revolver eigentlich so besonders aus? Aber kann ich den mal kurz benutzen, ausrüsten? Eine Kugel hat er drin, ist ja interessant. Da kann ich doch sicherlich... Nee. Ich kann hier einiges sicherlich machen, aber das bringt mich leider nicht ganz voran. Nun gut, Betäubungsgewehr wäre schöner gewesen. Ich glaube, ich habe mich hier gerade ein bisschen in der Sackgasse... Wo ist denn dieser olle Roboter eigentlich hin? Steht hier direkt vor dem Turm? Nee, nee. Naja, guck mal, geht hier die Munition aus. Das ist sicher. Schnell, ich speichere mal nicht. Boah, Jungs, beruhigt euch.
Ich habe einfach mal 7 Stück davon, ne? Nein! Verdammt, zu mutig. Ja gut, wenn ich all seine Untergebenen ausschalten soll, dann ist es ja... Gut, dann muss ich ja doch nicht so ein Hui-Bui darum machen. Dann kann ich das ja doch recht einfach hier angehen. Wenn Sie diese Basis verlassen wollen, müssen Sie an mir vorbei. Ich meine, ich muss jetzt zwar jedes Mal neu leveln, aber was soll's. Bevor ich abspeichere, muss ja auch ein Eindruck möglich sein hier. Dann ja, ich glaube, den Reflexverstärker brauche ich wohl doch nicht. Kann ich auch das hier kaufen und da kommen, kaufen wir uns ein bisschen Haut. Was kostet 2? Na gut, dann kostet ja 2. Aber der Roboter ist auf jeden Fall hin. Wenn ich hier das Scharfschützengewehr hätte, wäre es definitiv einfacher. Da muss ich ja ein bisschen vorsichtig sein. So, da oben. Ach, da oben sind ja auch noch welche. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das sind ja richtig viele hier, die hier rumlaufen. Getroffen. Ärgerlich. Verdammt. Natürlich hörst du mich, das kannst du gerne machen, aber ich bin hier dauerhaft unsichtbar. Eindringlich bestätigt. Dann gebe ich nur hören, ist ja alles super. Ich habe so viele Schokoriegel angesammelt. Ich bin dauerhaft unsichtbar. War denn hier noch einer? Irgendeinen habe ich nicht getroffen. Hier oben wäre noch ein Sicherheitshub gewesen. Wie, sind die noch alarmiert? Ah, da oben hätte ich auch noch drauf springen können, verdammt. Nicht ahnen, dass ich aus der Entfernung hier den Kollegen da hinten nicht treffe, oder? Nee, der wird nicht mal wohl angezeigt. Ach, sehr ärgerlich. Ach, Mann. Na gut, actionreicher Kampf hier. Wiederholt sich, Bursche. Haben wir noch Betäubungs... Was soll ich denn eigentlich mit Betäubungsfeilen? Ja, also der Jensen hört sich so ein bisschen so an, als wüsste er gar nicht mehr, dass ich noch da bin, oder nicht? Was denn? Wir müssen ja nicht unbedingt über mein Dasein aufklären. Ich bin unsichtbar, ich bin unsichtbar. Ich glaube, jetzt könnte ich den Reflexbooster vielleicht nochmal gebrauchen. Ey, da will mich rekrutieren, das ist ja nett von ihm. Zack, haben wir Energie voll. Ah, oh, komm, noch mehr Energie. Muha. Boah, was? So, der ist auch hinüber. Warte mal, ich könnte ja einfach die Tür hier aufmachen, wa? Okay, kann ich die Tür aufmachen. Was? Ne, war noch mehr. Oh, jetzt sind meine Booster sind alle. Jetzt müsste ich dort die anderen Dinger nehmen. Oh Mann. So. Klingt, als wäre Ihre Feldzug fast vorbei, Bratan. Ist Burg tot? Ich kann man nicht so sagen. Er nicht. Belassen wir es einfach dabei. Sie machen es sich gern unnötig schwer, was? Egal. Solange Burg aus dem Spiel ist, gibt es ein Machtvakuum, das ich nutzen kann. Gehen Sie zurück zur Verladerampe 2. Ich öffne Ihnen die Türen zwischen ihr und der Andockplattform. Als ich das letzte Mal dort war, haben mich Burgs Männer erwartet. Keine Sorge. Burg hat sie gerade abgezogen. Großartig. Allerdings bin ich hier, um Megan Reed zu finden, Bratan. Ich kann nicht gehen, ohne zu wissen. Während wir uns unterhalten, ist ein Bot unterwegs zu ihr. Wenn Sie sich beeilen, können Sie mitfahren. Ah ja. Hochinteressant. So. Kurz noch Mails lesen. Bla bla bla. Feldbot aktiviert. Statusanmeldung. Dummy-Ereignis ist 0. U-Boot-Meldung. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Savage, Commander, wurde auch Zeit. Wann können wir das Hydrosystem in VR3 testen? Davon würde ich dringend abraten. Die Chancen, dass alles wie geplant verläuft, sind sehr gering, trotz unserer vielversprechenden Kandidaten hier unten. Ich habe mich an Ihre Erfolgsquote schon gewöhnt, Doktor. Eine direkte Verbindung zwischen Controller, Biofazilator und dem Verbindungsteam ist höchst riskant. Es handelt sich um eine drahtlose Verbindung. Trotzdem, die Konsequenzen einer verfrühten Abschaltung oder Trennung der Verbindung verbieten schon den Versuch.
Was ist die Konsequenz? Jede größere Störung der EEG-Aktivität des Controllers könnte zu schweren Schaden, bleibenden Behinderungen oder sogar den Tod vom Verbindungsteam und Biofazilitator führen. Über der Trennung der Verbindung entstehende Spitze wird in der dazu benötigten zerebralen Augmentierung vielfach verstärkt. Die empfindliche Hirnmasse wird gebraten. Ihre Erklärung interessiert mich nicht. Das ist nicht akzeptabel. Es ist von entscheidender Bedeutung für dieses Projekt, dass die Biofeedback-Risiken minimiert werden. Genau wie... Was? Sie haben mir versichert, dass das auch so sein würde, genau wie Mr. Page. Ich verstehe und wir werden das auch schaffen, aber es erfordert Zeit. Gehen Sie zurück an die Arbeit, Doktor. Nehmen Sie sich Ihre Zeit. Wunderbar, danke. Oh, schreibt Peter Burke. An die Lieferbestätigung. Die Soul Interlude wird einen Zwischenhalt bei Omega machen und dann nach Hengscher weiterfahren. Eine volle Lieferung veränderter Subjekte wird an Bord sein. Mir wurde gesagt, es seien einige vielversprechende Kandidaten dabei, aber ich lasse die Forschungslogs für sich selbst sprechen, sobald sie eintreffen. Außerdem werden alle demontierten Komponenten zur Entsorgung auf die Interlude verladen. Burke. Commander, uns gehen die brauchbaren Subjekte aus. Ich weiß zwar, dass die Vorbereitungen zeitaufwendig und mühsam sind und dass die Beschaffung von geeignetem Material problematisch sein kann, aber dennoch sind unsere beiden Projekte abhängig von einem ständigen Nachschub von Personen. Wann können wir mit einer Lieferung rechnen? Hugh Darrow. Interessant, oder? Fuzzer D at Omega. Na gut, das hätte ich auch hochgekonnt, wenn ich springen gehabt hätte oder was. Naja. Ja, gucken wir nochmal, wie das Ganze hier endet. Und dann wird das hier eine kurze Folge, weil ich das andere dann natürlich mit durchballern, wird dann natürlich nochmal seine eigene Folge, ne? Obwohl, das hat ja erstmal auch 20 Minuten gedauert, bis ich hier war. Na gut, dann werden es wahrscheinlich nur 3 Folgen. Und danach geht das normale Deus Ex weiter, so. Kann ich jetzt hier einfach durchrennen oder welche gleich hier geschossen? Das ahne ich doch. Aha. Ist wirklich recht still hier, muss ich sagen. Also, irgendwie. Ach, hier haben wir wieder unser schönes Schiff. Ach, wie schön. Bratan. Quinn. Ich fürchte, unser Freund Quinn hatte während des ganzen Trubels einen Unfall und weilt nicht mehr unter uns. Ihre Stimme. Das waren Sie die ganze Zeit. Wer sind Sie? Im Moment habe ich 2 Identitäten. Entschuldigen Sie die Scharade, aber es ging leider nicht anders. Ich musste Sie im Unklaren lassen. Und Keitner, wusste sie etwas? Commander Keitners Wahrnehmung war ebenfalls getrübt. Sie hat gesehen, was sie sehen musste und erfahren, was sie hören musste, damit ich die Mission beenden konnte. Wir waren also beide Bauern. Aber im Gegensatz zu ihr lebe ich noch. Welche Rolle spiele ich in ihrem Plan? Wir sind alle Bauern im Plan von irgendwem, Mr. Jensen. Aber deshalb ist Nathanias Tod nicht weniger tragisch. Schade, dass sie ihr Opfer nicht würdigen, indem sie sich uns anschließen. Ich konnte nicht hunderte Unschuldige opfern, um eine Frau zu retten. Ich verstehe Sie, aber ich will ganz offen sein. Der Verlust von Dr. Kavanagh und Ihrem Wissen ist für die Menschheit deutlich schwerwiegender als das Leid von ein paar Leuten. Unschuldig oder nicht? Ah ja, na gut, ich rechtfertige mich mal. Kavanagh, ja genau, die wusste widersprechen. War eine Spontan. ja gut, war es wirklich, aber bestätigen das? Ich hätte gerne alle. Ja, ich hätte wirklich gerne alle gerechnet. Ja genau, sie wusste genau. Kavanagh wusste, worauf sie sich einlässt. Sie kannte die Risiken. Die Leute im Gefängnis, sie hatten keine Wahl. Sie zu retten war das Mindeste, was ich tun konnte. Ich kann das durchaus verstehen. Wirklich. Trotzdem, bei allem Respekt für ihr Mitgefühl, ich fürchte, es könnte umsonst gewesen sein. Bell Tower stehen nicht nur ein paar Söldner zur Verfügung. Und sie haben uns alle in Gefahr gebracht. Wir dürfen nicht mehr lange bleiben, Mr. Jensen, wenn wir von dieser Basis entkommen wollen. Mehr Infos jetzt aber wirklich, das muss ich beim zweiten Mal ja nicht machen. Ich habe Fragen, Quinn, und ich will Antworten, ehrliche Antworten. Also Schluss mit dem Scheiß. Sollen wir uns wirklich damit aufhalten, Bratan? Schön, ich tue, was ich kann, aber denken Sie daran, dass ein Boot auf Sie wartet. Na, denn hier erzähl mal ein bisschen was mit Interpol. Keitner sagte mir, ein Agent von Interpol hätte Sie angesprochen. Das waren Sie, oder? Sehr scharfsinnig. Als ich von Commander Keitners Verdacht und ihrer Insubordination gegenüber Burke erfuhr, nutzte ich die Chance und gab mich als Interpol-Agent aus, um ihr Vertrauen zu gewinnen. Sie haben also gelogen. Für wen arbeiten Sie dann? Für ein Netzwerk unabhängiger Agenten. Wir stehen für Umkehr und Gleichgewicht. Kämpfen gegen die Korruption und für die natürliche Evolution des Menschen. Tatsächlich gehören wir keiner internationalen Organisation an. Genau wie unser Gegner. Offiziell. Ihr Gegner? Sie meinen damit nicht nur Bell Tower, habe ich recht.
Sie sprechen von? Den Leuten, die bei Bell Tower die Fäden ziehen. Den Männern und Frauen, die Megan Reeds Entführung angeordnet haben. Ich habe eine dunkle Ahnung, wie die sind, aber ich möchte es nicht sagen, weil ich mir ein bisschen unsicher bin, bezüglich die anderen Deus Ex-Teile. Deus Ex, wie auch immer. Abasis? Bell Tower schickt vermutlich ein ganzes Bataillon, um hier aufzuräumen. Wie wollen sie das, was wir hier getan haben, geheim halten? Den Großteil der Schadensregulierung hat Burke schon erledigt. Er hat nie erklärt, warum er eine Profilsuche über sie veranlasst hat. Vermutlich wollte er sie persönlich unter Kontrolle haben. Seitdem überwachen wir alle ein- und ausgehenden Meldungen und dank der Abriegelung konnte ich einen Tunneler installieren, der den Netzwerkverkehr der Basis umleitet. Wenn Bell Tower merkt, dass etwas nicht stimmt, ist es längst zu spät. Was ist mit dem restlichen Personal? Das denkt Burke, führt immer noch das Kommando. Sämtliche Befehle erfolgen immer noch in seinem Namen. Allerdings gebe ich sie aus. Außerdem habe ich diesen Sektor der Basis abgeriegelt. Fürs Erste sind wir also sicher. Burke ist aber nicht tot. Wenn er aufwacht, ist hier die Hölle los. Wie gesagt, sie haben es uns nicht einfacher gemacht, aber dieses Detail ist mir durchaus bewusst. Fürs Erste bleibt Burke, wo er ist. Sobald sie hier weg sind, finde ich eine dauerhaftere Lösung. Ah ja, na dann, go. Okay, wo ist Megan? Ich bin mir nicht sicher, aber ich weiß, dass Burke heute die Verlegung einer großen Gruppe Häftlinge von dieser Basis angeordnet hat. Sie sollen wohl in einer anderen Geheimanlage assistieren. Kellner sagte, das hier wäre nur die Fabriketage. Und Megan ist sicher in dieser anderen Anlage? Im Leben ist nichts sicher, Mr. Jensen, aber es ist ihre beste Chance. Leider ist der Frachter mit den Gefangenen schon ausgelaufen. Ich war allerdings so frei, dem Kapitän des Schiffs in Burkes Namen zu befehlen, seine Position zu halten, um einen weiteren Internierten samt Stase-Kapsel an Bord zu nehmen. Ein Helikopter wird sie hier abholen. Moment mal, ich soll mich in einer Stase-Kapsel verstecken? Das war beim letzten Mal schon keine wirklich gute Idee. Ja. Ich weiß, es ist nicht ideal, aber ihre Möglichkeiten sind leider begrenzt. Es sei denn, sie wollen zu dem Frachter schwimmen. Hoffentlich ist es diesmal das richtige Schiff. Ich habe nämlich keine Lust, nochmal hierher zu kommen. Keine Sorge, Mann. Alles wird gut. Ich dachte, Amerikaner reiten gern in den Sonnenuntergang. Krass. Die Sache ist erledigt. Genau. Trotzdem klingen Sie enttäuscht. Denken Sie, wir hätten anders vorgehen sollen? Ich denke, wir haben einen wertvollen Helfer einfach ziehen lassen. Er hätte in dem aufziehenden Sturm sehr nützlich sein können. So sieht die aus. Eine Faust muss nicht geballt werden, um jemanden festzuhalten. Jensen schleppt im Moment zu viel mit sich herum. Eine Besessenheit von Reed lenkt ihn nur ab. Er hätte ihm die Wahrheit sagen. Ihn selbst finden. Und wenn er es tut und Sie meine Anweisungen präzise befolgt haben, werden wir wissen, wo wir ihn finden. Als er so lange überlebt. Denn ist Errungenschaft abgeschaltet, niemals aufgenommen. Den Abspann gucken wir uns beim nächsten Mal an, also wenn ich das anders gemacht habe. So, jetzt einmal die andere Methode in der nächsten Folge.